Kitzwitz mit dem Churer Schulkind. Wer Chur kennt, kennt auch die beiden Spezialitäten, das Bierbrot und der Röteli. Ein Getränk, das man traditionellerweise am Silvester trinkt. Es gibt so viele Rezepte, wie es Haushaltungen gibt. Und nicht weit weg von da, vom Arkasplatz, gibt es eine Drogerie. Da sitzen zwei Vater und Sohn und tüfteln nächtelang an ihrem Gebräu mit einem uralten Geheimrezept. Der Hans Ulius geht immer wieder tief in den Keller runter. Dort macht er Zutaten parat für seine Spezialität. Der Churer Röteli. Das Röteli brauen ist für mich eigentlich Tradition und Handwerk zugleich. Tradition, weil wir die seit 100 Jahren die Rezeptur übernommen haben. Und Handwerk, weil in unserem Beruf das immer kleiner wird, stellenwertmässig, und Röteli ist noch etwas, wo man kann richtig einmal zeigen kann, was man gelernt hat. Es ist Tradition, dass Drogisten Röteli mischen. In Drogerien hat man schon immer Hausmittel gebraut. Früher haben Likör wie der Röteli dazugehört. Besonders wichtig für den Geschmack des Röteli sind die Gewürze. Nägeli, Kardamom und Zimt. Man tut Gewürze mischen, man tut sie zerkleinern, man tut Kriesensaft aufbereiten, man tut es zusammenmischen und filtrieren. Und alle diese Tätigkeiten, das ist noch etwas, was man heute sonst nicht mehr macht in dem Sinn. Also der Röteli, den wir hier brauen, der ist in Form eines Rezepts in die Drogerie hineingekommen. Vor rund 100 Jahren hat mein Urgrosspapa die Drogerie im Obertor käuflich erworben und hat mit dem Inventar, das er übernommen hat, auch das Rezept vom Röteli gekriegt. Etwa 5000 Flaschen füllt Hans Ulius pro Jahr ab. Verkaufen tut er sie einen Stock höher, in der Drogerie. Die Drogerie gehört heute seinem Sohn, Andrea Ulius. Er übernimmt dort das Geschäft mit dem Röteli. In einem gewissen Sinn ist man natürlich sehr stolz, dass man das weitermachen darf. Vor allem, ja, man kennt das ja eigentlich nicht anders. Also Röteli hat es bei uns immer gegeben. Und das war immer ein Bestandteil bei uns von der Familie. Und von dem her ist man doch stolz, wenn man das weitermachen darf. Früher hat man für ein Röteli einheimische Bergkrise genommen. Bergkrisebäume gibt es heute aber nicht mehr genug. In der Surselva, beim Ferienhaus der Familie Ulius, steht noch einer. Sonst hat er alles mehr gehabt, gell? Ja, sonst hat es alle mal mehr gehabt. Dran, so, da hat es auch noch so Fragmente dran. Weil die Bergkrisen nicht mehr erhältlich sind, hat man müssen umsteigen auf andere Krise, andere Provenienz, und hat dort teilweise dann halt auch schon Krisensaft fertig bezogen und macht Röteli jetzt. Also. Auch wenn das Rezept nicht mehr das gleiche ist, etwas ist geblieben. Ein Stück Bierbrot gehört immer noch zu einem guten Schluck Röteli. Ja, kannst du jetzt mehr geben. Haben ja noch genug. So, Prost. Viva. Andrea, viva, gell? Wir haben ein bisschen überkommen zum Degustieren. Wir tun einfach ein bisschen Nippen dran. Es schmeckt schon wahnsinnig nach Weihnachten, Hans. Ja, aber jetzt haben eben die Leute fast das ganze Jahr Weihnachten. Darum brauchen wir rund um die Röteli. Ich kenne den Röteli, den Bündner Röteli. Das ist etwas anderes, der Churer Röteli. Ja, es gibt verschiedene Rezepte. Nicht? Und Bündner Röteli ist von einer Firma in Davos, die gemacht wird. Hat ein bisschen ein anderes Rezept als wir. Ich behaupte halt, unser ist der Beste. Schon, ja. Ja, ja. Gibt's.
Wie du gesagt hast im Film, oder der Vater hat das gesagt, es gibt zu wenig Krise und ihr nehmt noch jetzt Krisensaft dazu. Also einen schlechten oder einen guten Jahrgang gibt es nicht. Nein, das ist ja der Vorteil, wenn man vielleicht auch mal mit einem Saft schafft, dass man immer die gleiche Qualität hat. Sag, was ist alles drin, ohne dass da wirklich alles verraten ist? Also Alkohol, ne? Sehr wichtig. Krise. Wie viel Prozent? 25 ungefähr. Aha. Und dann verschiedene Gewürze, Zimt, Kardamom, Nägel, Zimtblüten. Wer macht den besser? Von euch zwei? Ja, ich würde sagen, er hat von mir das total gelernt und man ist kein Unterschied mehr. Nicht? Was sagst du? Ich mag mehr trinken als er, aber ich glaube, es ist gleich gut. Wer hast du den ersten Rötel getrunken? Du, das weiss ich nicht mehr, aber ab dort, wo man dürfen, wahrscheinlich. Nein, das ist diplomatisch. Sind ihr wirklich so anständig? Nein. Nehmt doch noch einen Schluck. Ihr habt noch gar nicht probiert, gell? Nein. Wollen wir anstoßen? Ja. Adieu, so herzlich. Zum Wohl. Ja, ich sage einfach zum Wohl. He? Dann haben wir jetzt halt schon Weihnachten. Probier schnell von dem. Ihr habt ja sicher auch ein eigenes Rezept. Welches ist besser? Ja, das ist ganz klar unser daheim. Weil wir haben schon als Gof an der Kommission einen Zettel gekriegt und mussten Gewürze kaufen zum Julius. Und das haben wir machen, hat Mama gemacht, das macht meine Schwägerin, das mache ich immer noch. Und somit haben wir natürlich den besseren Rötel. Aber den vom Hans, den tun wir wenigstens empfehlen. Also, sag halt, trinkst du denn täglich? Ist das etwas Medizinisches auch, du als Drogist? Nein, medizinisch ist es sicher nicht. Das heisst, es wird sekundärmedizinisch, wenn man zu viel trinkt, kriegt man Kopf, dann muss man irgendein Ding nehmen. Tabletten. Eine Brausetablette. Und zu welcher Gelegenheit trinkst du? Also ursprünglich trinkt man ja am Jahresende rum, um das neue Jahr anzuwünschen. Aber sonst kann man jetzt natürlich auch zum Essen, zum Kaffee, zum Guteli oder wenn so Ding, man kann auch Ding so als Aperitif, so Güppli mit ein bisschen Röteli drin oder Kaffee, wie sagt man denn? Kaffee ohne Lutz, sondern mit ein bisschen Röteli drin. Du hast jetzt Drogerie schon übernommen. Völlig klar gewesen, dass du das machst in der wievielten, vierten Generation? In der fünften. Der fünften. Ja, ist klar gewesen, dass man das macht. Logisch. Also ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, so etwas weiterzuführen, dann machst du das. Sonst bist du ja blöd. Nicht? Andrea und Hans Julius, finde ich auch. Ich nehme noch einen Schluck. Ja. Danke, dass ihr meine Gäste sind heute in der Sendung. Danke vielmals. Ja. Wenn wir bei den Traditionen sind, Verena. Die nächste Tradition.